zurück. Das hilft mir total. So, wir spielen jetzt Blamieren oder Kassieren. Elton ist nämlich heute nicht da. Ja. Deswegen danke ich euch, dass ihr den Job übernommen sehr, habt. Sehr, sehr gerne. Und unser herzlich Kandidat gerne. Niklas ist auch schon da. Niklas hat schon zweimal gewonnen. Ja, ja, Leute. So, das muss heute ein Ende haben. Mal abräumen. Ja. So. Es war immer knapp. Also viel hat er noch nicht kassiert, ne? Aber ich frage mich, ob der Mark Zuckerberg wirklich noch so viel Kohle braucht. Ne? Ja, also da ist die Ähnlichkeit zwischen Joko dem Schönen und dem Hässlichen. Joko dem Hässlichen. Wie heißt er noch? Joko der Hässliche. Hast du gerade überlegt, wie ich heiße? Joko der Hässliche. Ja, vielen Dank, Herr Pilawa. So, fangen wir an. Frage 1. Herzlichen Glückwunsch. Da hat die Zuschauerin ja, die letzte Woche besser gemacht. Noch klarer, damit als wenn du das lesen könntest, Jon. Nee, habe ich nicht. So, Frage 1. Herzlichen Glückwunsch an unsere Jungs. Schon am letzten Freitag hat Deutschland die Qualifikation für die WM in Brasilien endgültig klargemacht. Dementsprechend langweilig war der Kick heute gegen die Schweden, die auch schon vorher als Gruppenzweite feststanden. Somit waren quasi alle Spiele in unserer Gruppe bedeutungslos. Also auch Irland gegen Kasachstan und Österreich gegen... Na? Färöer. Das stimmt. Yes! Kommen wir zur Frage 2. Großer Wirbel um Franz-Peter Tebartz van Elst. Spätestens seit der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz von ihm abgerückt ist, wurde die Luft um den verschwenderischen Bischof aus Limburg dünn. Wie heißt der Solic. Das stimmt. Herab. Herab führt mit zwei richtigen Antworten. Mal gucken, wie die dritte sich hier entscheidet. Ja. Frage 3. Das hast du toll moderiert. Ganz toll. Vielen Dank. Der Rest Alkohol wirkt. Ich bleibe beim Thema. In welchem Bundesland liegt eigentlich dieses Städtchen Limburg? Fünf. 16 gibt es zur Auswahl. Drei, ja, es kommen nur zwei Fragen. Eins. Das ist mir zu hart zum Zocken. Es ist entweder Hessen oder Rheinland-Pfalz. Hättest du draufgehauen, hättest du richtig gehabt, Hessen wär's gewesen. Ja. Leider nein. Frage Nummer 4. Wie ihr wisst, läuft am Samstag auf ProSieben diese irre Show, das Duell um die Welt, Joko gegen Klaas. Wenn wir das Duell nicht um, sondern durch die Welt gemacht hätten, also auf der einen Seite rein und am gegenüberliegenden Ende wieder raus, wie viele Kilometer hätten wir dann zurückgelegt? Könnt ihr einfacherweise auch schlicht fragen, wie groß ist der mittlere Erddurchmesser? Wir müssen nicht ganz genau tippen, mir reicht eine Toleranz von 1000 Kilometer, die ich euch da geben würde. Ach so, nicht ganz. Also ja, nicht exakt, ja, sondern 1000 Kilometer Toleranz würde ich geben. Das heißt, ja, ich glaube, ich weiß das. 1000 Kilometer Toleranz wird es geben. Ja, plus minus 1000 heißt das. Ei, ich glaube, es sind so etwa 5. Denkst du auch? 3. 2. Die Möglichkeit, jetzt einfach eine Zahl zu nennen. Ich meine, es wären so 14.000. Sag eine Zahl, weil wenn ich 1000 Toleranz gebe, dann musst du eine konkrete Zahl sagen. Du kannst nicht sagen, so 14.000? Wieso 14.000? Was? Ach so. Ja, so 14.000 ist deine Antwort. 14.000 ist meine Antwort. Dann ist es leider falsch, aber sehr knapp. Was denn? Was ist denn richtig? 12.742 Kilometer. Ja, so schade, schade. So ähnlich. Frage Nummer 5. Ich glaube, 41.000 ist der Umfang sowas, ne? Mein absoluter Lieblingssänger wird heute 65 Jahre alt. Wenn du uns zusiehst, Happy Birthday. Er wurde bekannt mit Songs wie Satin Green Shutters, Crusader, Borderline, Where Peaceful Waters Flow, Missing You, Say Goodbye to It All, Fire on the Water, High on Emotion. Christa Berg! High on Emotion! Und das ist korrekt! Dein Lieblingssänger. Hat aber lang gedauert. Was wäre denn noch gekommen? War das Lady das letzte? Lady in Red. Ah, Lady in Red, natürlich. Ja. Frage, aber wetten das, ne? Frage Nummer 6. Ich habe noch ein Geburtstagskind für euch, da werdet ihr Augen machen. Mesut Özil wird heute 25. In welchem Jahr wurde er also 18? 2007. Ja. 5. 4.
3, 25 minus 2, 7, 1, 0. Hat schon der Dirt gemacht, ne? Ist vorbei. 2006 wäre es gewesen, ja. Schade, schade, weiter geht's. Frage Nummer 7. Svetlana ist vermutlich ziemlich happy, also Svetlana Alexejewitsch. Sie hat nämlich einen fetten Preis erhalten zum Abschluss der Frankfurter Buchmesse. Wie heißt der Preis? Ist nicht dein Tag? Nee. Meine auch nicht. Ich weiß das. Es gibt diesen, wie heißt denn der Friedenspreis? 4, 3. Der Friedenspreis der Frankfurter Buchmesse. Na. Ist das nicht? Ähnlich. Ne? Nein. Kann ich leider nicht gelten lassen. Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Friedenspreis des deutschen. Hey, du hast gesagt, wie heißt der Preis? Und ich habe gesagt, Friedenspreis. Ja, ist ja nur die deutschen Buchhandels. Deutsche Buchhandel Frankfurter Messe. So, ich bin der hässliche Joko, ich sag dir die Regeln jetzt. Frage Nummer 8, weiter geht's. Nicht aufregen, richtig antworten. Friedenspreis war doch richtig. Jetzt rast du doch nicht aus, du bist auf Tommaso Trussardi hat's geschafft, er ist Vater geworden. Christian Hunziger. Korrekt. Oh, da ist jetzt aber jemand on fire. So. Ja, jetzt. Niklas, nur um mal zu sagen, bei minus 100 ist Stefan bei 200. Und hier ist dafür Frage Nummer 9. Unerfreuliche Nachrichten hingegen von einer anderen Liebesbeziehung. Welche prominente Dame trennt sich kürzlich nach knapp 5-jähriger Beziehung von ihrem Modelfreund Andres Valencoso? Kleiner Tipp. Kylie Minogue. Das braucht ihr gar keinen Tipp. Das ist die richtige Antwort. Und damit. Tut mir leid. 300. Du warst lang genug hier. Ja. So, das kannst du wieder zählen nach Palo Alto. Eine Frage hätte ich noch. Ja, okay. Geld kriegst du trotzdem, denke ich. Mindestens 200, wenn ich jetzt falsch antworte. Frage Nummer 10. Ach, kommt eine Frage. Ja. Ach so. Warte, ich kann ja, da halt noch was schon mal. Ich dachte, das wäre schon die 10. Frage gewesen. Ja, nach den Sondierungsgesprächen in Berlin läuft jetzt vermutlich alles auf eine Koalition der Union mit der SPD hinaus. Große Koalitionen halten in der Regel aber nicht besonders lange. Die erste große Koalition auf Bundesebene hielt nicht mal eine ganze Legislaturperiode. In welchem Jahr endete sie? Die erste große Koalition hielt nicht mal eine... 68? Nee, es war später. Also 90 oder 70 war es, oder? 70, dann kam Brandt. Ich sag nichts. Gut, du hast wirklich Pech gehabt. Es war wieder nur ein Jahr daneben. 69 wäre die richtige Antwort gewesen. Nicht schlecht, oder? Nicht schlecht. Großen Applaus. Ja. Hat sich gelohnt, immerhin. Hier, du hast ein Buch geschrieben. Seit wann kannst du schreiben? Das sind so die Fragen. Ach komm, ist egal. Immer schon. Immer schon. Das ist ja nicht dein erstes Buch, oder? Das ist mein erstes Buch, ja. Habe ich mich wieder richtig vorbereitet. Ja. Aber das ist ganz gut, dass du dich nicht vorbereitet hast. Du hast noch kein Buch geschrieben? Nein. Was? Ich habe noch kein Buch geschrieben. Nein, weil ich wollte ein richtiges Buch schreiben. Kein, kein falsches Kein Witzebuch, kein Lebensberater. So läuft's, so müssen Sie es machen. Dann werden Sie so reich wie Stefan Raab.